Liebe Zuseher, wir dürfen heute schon mal hinter der Bühne in der Kellerei schauen. Da wird schon fleißig geprobt für Shakespeares Sommernachtstraum. Und wir werden euch jetzt ganz viel Lust machen auf das neue Musical hier in der Kellerei. Viel Spaß! Dieser Freundeskreis, der das heuer auf die Bühne bringt, den gibt es schon seit vielen Jahren. Und zum ersten Mal haben wir 2017 ein Musical auf die Bühne gebracht, da in der Kellerei. Das war der kleine Horrorladen. Und ja, und das hat uns natürlich gepackt. Und seitdem ist so in einem ungefähr 2-Jahres-Rhythmus, dass wir gemeinsam wieder etwas auf die Bühne bringen wollen. Mal war es eben der kleine Horrorladen, einmal dann ein eigenes Stück und jetzt trauen wir uns über Shakespeare drüber. Also wir suchen da natürlich auch immer die Herausforderung. Ja, und es wird der Sommernachtstraum von Shakespeare. Allerdings auch als Musical, denn wir können nicht ohne Musik und deswegen haben wir da selber Musik dazu komponiert. Wir, das sind vor allem der Sebastian Schweiger und der Andi Steiner, die kennt man als Two Seats Left und als ganz rührige Musiker, die aus der Region stammen. Und die haben das komponiert und ich habe ein bisschen mitkomponiert und Beth Wallgram und ich haben Texte dazu geschrieben und ja, es wird eine sehr coole Geschichte. Ja, verrat uns ein bisschen was, in welche Richtung geht diese Musik? Also ich kann mir jetzt zu Shakespeare keine so moderne Musik vorstellen. Genau das war eigentlich die Herausforderung. Wir als Musiker kommen eher von der Rock-Pop-Ecke. Und wir haben aber sehr schnell gemerkt beim Komponieren, dass das da nicht passt. Also wir müssen das irgendwie anders denken und haben uns ein bisschen an die, ja, vorgenommen, Richtung Filmmusik zu denken. Es gibt natürlich auch diese Songs und diese großen Musical-Arien, wie man es halt kennt. Da kommt jeder auf seine Kosten. Aber es ist auch von der Instrumentierung ganz anders. Das ist dieses Mal mit sehr klassischen Instrumenten. Es ist ein Fagott dabei, es ist eine Geige dabei, es ist die Klarinette dabei. Es ist ein Wurlitzer, das ist so 60er Jahre Vintage-Piano dabei. Und da haben wir einen ganz eigenen Klangkörper generiert, den wir so bei unseren Musicals bis jetzt noch nicht hatten. Und das ist sehr gelungen und klingt wunderschön. Und wie kann man sich das vorstellen? Sind die Schauspieler auf der Bühne und ihr sitzt im Graben und macht die Musik dazu oder wird die eingespielt? Ja, Graben geht sich keiner aus, aber natürlich ist alles live gespielt. Die Musiker befinden sich bei uns hinter der Bühne. Aber es gibt trotzdem auch Gelegenheit, die Musiker zu sehen, wie sie gerade live spielen, natürlich, alles live. Aber die Musiker müssen auch selber Rollen übernehmen und kommen dann auch nach vorn. Diana, die hat man schon öfter auf der Bühne der Kellerei gesehen. Jetzt erzähl uns ein bisschen was über dich. Über mich? Ja, also ich darf mich hier als Hobby-Schauspielerin ein bisschen bezeichnen, weil ich ja, wie gesagt, bis jetzt bei jeder Produktion dabei war. Und es immer noch Spaß macht und ja, heuer eine neue Herausforderung auf jeden Fall. Ein bisschen schwieriger textlich als die Jahre zuvor und wir sind sehr gespannt. Der Partner an deiner Seite, Keanu, du bist das erste Mal jetzt auf der Kellereibühne. Was verschlagt die nach Reute? Der Weg zum Schauspiel, also ich mache ganz viel Schauspiel und der Titus hat den Leisi kennengelernt und dann haben sie nur wen gesucht und dann bin ich in Frage gekommen und habe dann natürlich gleich ja gesagt, weil das wieder Erfahrung ist, was man sammeln kann. Finde ich super und jetzt spielt er da ja Shakespeare, einmal ganz was Neues auf der Kellereibühne. Wie liegt euch das? Gefällt euch das? Es ist anfangs sehr schwierig gewesen, dadurch, dass der Text sich ständig reimt eigentlich und man das dann doch auf eine normale Art und Weise sprechen sollte, nicht im Reimtext. Das war eine Herausforderung, aber das Stück ist super und die Leute sind super, es macht mega Spaß. Diana, du bist ja unter anderem Sängerin, das heißt, wir werden dich auf der Bühne singen hören, stimmt das?
Genau, also ich darf wieder zwei Lieder singen, eins im Duett mit meinem Liebsten und eines, wenn ich dann allein gelassen werde. Und das hat dann auch den Titel Sommernachtstraum, also quasi der Titel und dann auch das Lied zum Stück. Um was geht es im Sommernachtstraum? Das ist eine ganz verworrene Geschichte. Es sind ja eigentlich drei Geschichten, die da zusammengestückelt werden. Die Rahmenhandlung spielt in Athen, im antiken Athen, wo eine Hochzeit ansteht. Also der Herrscher von Athen will heiraten und es dauert noch 4 Tage und er freut sich aber schon sehr auf diese Hochzeit. Und dann kommt ein Athener kommt zu ihm und sagt, also hör zu, meine Tochter will nicht den heiraten, den ich ihr zugedacht habe. Und dann sagt der Herrscher, ja, also so geht es natürlich nicht, sondern das Kind muss schon heiraten, wen der Vater für sie ausgewählt hat. Und dann flüchten die jungen Liebenden, die flüchten dann in den Wald, weil sie das natürlich nicht wollen, weil wer will das schon? Und dann die zweite Handlung, die spielt in diesem Wald rund um Athen, und zwar in der Nacht. Weil in der Nacht, wo die zwei dorthin geflüchtet sind, da passieren ganz wunderbare, wundersame Sachen. Da gibt es nämlich auch nochmal ein Ehepaar, das sich zerstritten hat. Das sind diese, der Oberon und die Titania, das sind so Gottheiten eigentlich, griechische Gottheiten, und die haben den Puck als Gesellen und die eine Elfe, also so ein Troll und der Elfen, die dann mit den jungen Athenern, die sind diese Liebhaber, dort den einen oder anderen Schabernack aufführen. Das klingt alles sehr verworren, ist es auch, aber wir haben versucht, das in unserer Fassung so zu machen, dass man das verstehen kann. Es wird auch so funktionieren, und am Schluss ist es so, dass alle glücklich sind. Happy End, das wünschen wir uns alle. Das klingt jetzt nach ziemlich viel Arbeit. Erstens, dass man das so schreibt, dass es für die Ketterei passt. Dann braucht sie Schauspieler dazu, vorbereiten, basteln, bauen und üben natürlich das Ganze. Wie lange seid ihr schon dran? Boah, also ich bin jetzt dran sicherlich ein halbes Jahr schon mit Fassung schreiben und Fassung ausdenken und so weiter. Dann die Musiker sind dran seit Mitte August, glaube ich, weil die ja natürlich die ganzen Musikstücke extra geschrieben haben. Und Proben tun wir seit September. Es ist natürlich oft bei solchen Produktionen, dass nicht immer alles ganz nach dem Zeitplan läuft, wie man sich das so vorstellt. Aber das war bis jetzt immer so und bis jetzt ist es auch immer gut gegangen und diesmal wird es auch rechtzeitig fertig sein. Peter, du kommst ursprünglich aus Reutte, lebst jetzt aber nicht mehr da. Vielleicht erzählst du uns mal kurz was über deinen Werdegang. Aber mein Werdegang, naja, bin ja doch schon älter, der ist schon länger. Auf jeden Fall, ich bin in Deutschland gelandet und arbeite in Deutschland als Regisseur und Dramaturg und halt am Theater. Und immer wieder, in regelmäßigen Abständen, zieht es mich nach Reutte, um in Reutte zu arbeiten. Und zwar, das sind genauso diese Liebhaberstücke, Liebhaberarbeiten, wie da jetzt in der Kellerei. Zum dritten Mal für mich jetzt in der Kellerei. Also ich spiele den Demetrius, das ist einer der zwei Liebenden, die sich im Laufe des Stückes doch einige Male unfreiwillig umentscheiden, in wen sie sich verlieben. Und neben dir steht deine Liebste, die Agnes. Agnes, du spielst wen? Ich spiele die Helena. Und ja, eigentlich bin ich seine Liebste, aber er weiß es nicht immer so genau. Und da gibt es ja viele Verwirrungen und Irrungen. Agnes, du bist das erste Mal jetzt auch auf der Kellereibühne. Was machst du im normalen Leben? Also auf der Kellereibühne bin ich nicht das erste Mal. In so einem Projekt, im Musical, bin ich das erste Mal dabei. Aber ich bin sonst Sängerin und Gesangslehrerin an der Musikschule in Reutte und war so schon öfter in der Kellerei aktiv. Klar, dann kennt man die natürlich. Titus, ist bei dir ähnlich?
Musiker vom Beruf oder was machst du? Wahnsinnig ähnlich. Also ich bin in der Lehramtsausbildung und zusätzlich eben auch zur Ausbildung zum Gesangslehrer und dementsprechend überschneidet sich das ziemlich. Ja, ja, ihr habt ja schon ein bisschen was von euren Rollen verraten. Wie schaut es bei euch aus mit Shakespeare? Ist das schwierig zu spielen oder eine Herausforderung oder macht man das so mit links? Schwer zu sagen. Ich habe jetzt dazu zu wenig andere Referenzen. Um zu sagen, es ist schwerer oder leichter, aber es ist von den Texten her ab und zu mal schon kompliziert in dieser Hochsprache, sich alles zu merken. Geht es dir da ähnlich oder du bist ja schon geübter? Ja, also ich habe sogar den Sommernachtstraum schon mal gespielt, ist aber ganz, ganz lang her und auf Englisch. Und so, also es war schon eine Herausforderung auf jeden Fall, das Textlernen, ja. Ihr habt ja dann noch viele Kolleginnen und Kollegen, ihr seid ja 10 Schauspieler plus 6 Musiker. Funktioniert das Proben da ganz reibungslos oder hat man da Stress? Ja, reibungslos an sich schon, aber es ist halt immer irgendjemand krank und das ist dann oft, was eigentlich den Stress verursacht, weil dann muss jemand wieder einlesen, dann funktioniert die Szene nicht mehr so, wie sie schon geprobt war. Ja, also Stress eigentlich nur für den Faktor, sonst ist das total feines Zusammenarbeiten. Ich spiele bei der Reiterner Heimatbühne und da, wenn einmal ein Text noch einfällt, dann kannst du improvisieren. Bei Shakespeare ist es schwer möglich, da musst du die Reimform und die Form von Shakespeare einhalten. Aber der Peter hat uns da unheimlich toll begleitet. Das heißt, du bist fest am Proben, Texte studieren, damit dann auf der Bühne alles glatt läuft? Oh ja, ich habe Gott sei Dank eine ganz, ganz kleine Rolle. Aber logischerweise, auch bei einer Rolle kann einmal ein Batzer passieren. Und man tut sich mit zunehmendem Alter nicht leichter mit der auswendigen Lernerei, aber es geht recht gut. Erzähl uns was über deine Rolle. Wen spielst du? Ich spiele Negeus. Ich spiele den Vater von der Diana Dobler, der sehr nervig ist und der sehr rechthaberisch und machtbesessen ist. Und meine Tochter muss einfach das tun, was ich sage und was ich will. Und das ist recht spannend. Also ich spiele die Rolle des Lysanders. Der Lysander ist ein junger Knabe, der sich in die schöne Hermie verliebt hat. Und das Stück geht's dann, verfolgt den Weg des Lysanders, wie er dann zu seiner Liebe kommt. Schlussendlich, genau. Die schöne Hermie passt super. Was führst du auf der Bühne? Ja, also ich bin eigentlich verliebt in den Lysander, was meinem Vater nicht gefällt. Ich werde eigentlich jemanden anderen versprochen und daraufhin fliehen wir zwei. Und dann kommen ganz blöde Umstände zusammen und wir verlieren uns und ja. Ob wir dann ein gutes Ende finden, das sollen sich die Zuschauer unbedingt selbst anschauen. Es ist sehr spannend und es passiert sehr viel. Also so hat man den Sommernachtstraum bestimmt noch nicht gesehen. Naja, also es ist durch die Musik, durchs Spiel, durch die Regie vom Weigand-Peter, wirklich, es wird sensationell. Es kommt noch der Ton und das Licht dazu und wir haben eine riesen Gaudi bis jetzt gehabt und wenn bloß ein Funken von der Gaudi umspringt ins Publikum, wird das der absolute Reißer. Musik, Spannung und Spaß. Weil die Inszenierung nicht klassisch ist, sondern weil sie auf viel Humor basiert. Ich meine, Shakespeare hat es schon mit Humor genommen, aber wir haben es noch ein bisschen mehr in die Humorschiene getrieben. Und das ist ein Musical. Das sieht man auch nicht alle Tage. Weil das Kellerei-Konzept einfach unschlagbar ist. Also, und zwar, das Kellerei-Konzept besteht aus ganz viel Liebe und Leidenschaft und viel Witz und Humor, der da drin steckt. Leisi, dann musst du uns jetzt noch unbedingt verraten, wann geht's los und was sind die Spieltermine? Also unsere Premiere findet am 16. November statt, das ist ein Donnerstag dieses Mal. Wir versuchen das kurz und knackig, 8 Vorstellungen in kurzer Zeit über die Bühne zu bringen. Wir spielen also am 16., am 17. und am 18. Donnerstag, Freitag, Samstag um 20 Uhr. Am Sonntag, dem 19., gibt es eine Matinee um 11 Uhr, Vormittag geht es da los. Für Leute, die früh ins Bett wollen, ist das auch immer ganz praktisch. Und am Wochenende drauf machen wir dasselbe noch einmal, 23., 24. und 25. Donnerstag, Freitag, Samstag ab 20 Uhr. Und am 26. noch einmal eine Matinee um 11 Uhr.
Und die Karten dafür im Vorverkauf gibt es im Werkhaus Reutte.